Weit weg von da, wo ihr lebt, so weit weg, man sieht es kaum, liegt eine Stadt wie eure Stadt. Wär eure Stadt ein Traum. Doch dies hier ist kein Traum, kein Schwindel, kein Schmus. Willkommen in Whoville, der Heimat der Whos. Ja, Whoville ist toll, das weiß alt und jung. Und wenn Weihnachten naht, kommt es richtig in Schwung. Die Whos unten in Whoville, sie lieben das Fest. Doch der Grinch in seiner Höhle hasst es wie die Pest. Jedes Jahr um diese Zeit verkroch sich der grüne, pelzige Grinch mit seinem kleinen Hund Max in seiner Höhle, hoch oben auf dem Berg über dem Städtchen. Dort hatte er alle Annehmlichkeiten, die er brauchte. Und morgens servierte ihm Max ein opulentes Frühstück. Wie auch an diesem Morgen. Allerdings fiel das Frühstück heute viel karger aus als sonst. Oh, ich bin halb verhungert. Als der Grinch auf seinen Teller sah, wurde er noch grüner, als er eh schon war. Max, was soll diese bedrückende Bohne? Nein, vollkommen unmöglich. Die Lebensmittel können nicht alle sein. Was? Wo sind meine persönlichen Reserven an Frostmost und Rostmost? Sind meine Betelnuss-Eintopfbestände auch zu Ende? Und meine geheimen Notfallrationen Hudosenbohnen? Ich hab doch extra so viel eingekauft, dass es bis Januar reicht. Wie viel habe ich denn eigentlich aus Frust gefuttert? Max sah ihn mitleidig an und sagte dann, was so viel heißen sollte wie, geh nach Whoville einkaufen. Nein, das läuft nicht. Das mache ich nicht. Ich werde nicht nach Whoville gehen. Nicht zu Weihnachten. Aber auch Max brauchte neuen Proviant. Das hatte jetzt auch der Grinch erkannt. Okay, aber ich verabscheue jede einzelne Sekunde. Komm schon, Max. Und so machten sie sich auf nach Whoville. Ja, der Grinch hasste die Weihnacht, die besinnlichen Tage. Warum er das tat, war für alle die Frage. Könnt sein, dass ihm nie einer den Kopf gerade rückte. Könnt sein, dass sein Schuh ihm zu eng war und drückte. Aber ich glaube, der wahrscheinlichste Grund war allein, dass sein Herz verkümmert war und zwei Nummern zu klein. Denk immer dran, Max. Jetzt ist die Zeit, in der man den Whos am wenigsten über den Weg trauen darf. Du hast meine ausdrückliche Erlaubnis, jeden anzufallen, der auch nur ein nettes Wort zu uns sagt. O Tannenbaum, o Weihnachtsgrauen. Der Grinch und Max trafen unterwegs auf ein kleines Kind, das sich einen Schneemann gebaut hatte. Als es dem Schneemann eine Karotte als Nase ins Gesicht stecken wollte, kam es aber nicht an den Kopf heran. Der Grinch blieb stehen und nahm dem Kind die Karotte aus der Hand. Oh, danke, lieb von Ihnen. Aber der Grinch war alles andere als lieb. Mit der Karotte drückte er dem Schneemann den Kopf herunter. Das Kind war empört. Hey! Grinsend und vor sich her trällernd ging der Grinch einfach weiter. Sie sind ein fieser Fiesling. Womit das Kind durchaus recht hatte. Mit grimmigem Gesicht ging der Grinch mit Max ins Städtchen. Und bei jedem freundlichen Weihnachtsgruß, den er erhielt, und jedem Weihnachtslied, das er hörte, wurde sein Gesicht noch grimmiger. Schnell kaufte er alles Nötige ein, um ebenso schnell wieder aus der Stadt zu kommen. Etwas oberhalb des Städtchens, in einem kleinen Haus, hatte Donna, eine alleinerziehende Mutter, ziemlichen Stress. Sie war spät dran und musste zur Arbeit. Aber zuerst musste sie natürlich ihre Kinder versorgen. Cindy Lou, Schätzchen, komm essen! Basta, der Kopf deines Bruders ist kein Frühstück, das hatten wir doch geklärt. Während Donna das Frühstück machte, musste sie feststellen, dass auch noch der Abfluss im Spülbecken verstopft war. In diesem Moment kam die kleine Cindy Lou in die Küche.
Geht's dir gut, Mom? Mir? Oh, klar, ging mir nie besser. Sag mal, was hast du da reingeschmissen? Rollschuhe? Nein, bloß Teig. Ich hab mit Mrs. Wilbur Plätzchen gebacken. Oh, jetzt wird mir alles klar. Ich hab die Eier gemacht. Keine Zeit. Ich muss schnell einen Brief wegbringen. Aber ich hab die Betten gemacht und bei den Zwillingen aufgeräumt. Dankeschön, Schätzchen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Macht mir nichts aus. Warte, wo wolltest du noch mal hingehen? Hab ich doch gesagt, einen Brief wegschicken. Gut, aber erst kommst du noch mal her. Mom, ich muss echt los. Na schön. Okay, jetzt kannst du los. Danke, Mom. Ciao, Buster. Ciao, Bean. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Cindy Lou rannte raus, schnappte sich ihren Schwimmring, den sie als Schlitten benutzte, und sauste einen Abhang hinunter, der zur Post führte. Aber als sie über einen Huckel fuhr, wurde Cindy Lou in die Luft geschleudert und verlor dabei ihren Brief. Und nicht nur das, sie stieß auch noch mit dem Grinch zusammen. Was ist denn mit dir los? Hast du mich übersehen? Wenn das ein Schlitten wäre, dann hättest du mich umgebracht. Tut mir leid, dass ich Sie erwischt habe, aber das ist wirklich wichtig. Haben Sie meinen Brief gesehen? Oh, Max, da sehen wir wieder mal die wahre Natur des Hu-Kindes. Es geht bloß um mich, mein Brief, meiner. Es ist nicht so, wie Sie denken. Das ist nicht nur irgendeiner, das ist der Brief, verstehen Sie? Ach, was du nicht sagst. Lass mich raten. 20. Dezember, kleines Kind, auf der manischen Suche nach einem wirklich wichtigen verlorenen Brief. War das vielleicht eine Liste von Forderungen an Santa? Das sind keine Forderungen. Es ist mir ein Wunsch. Kein normaler Wunsch. Ein wirklich wichtiger Wunsch. Und wieso schreibst du ihm dann? Wenn es so wichtig ist, dann würde ich ihn doch lieber persönlich fragen. Oh, aber natürlich. Niemand hat ihn je gesehen. Mein Fehler. Komm schon, Max, verschwinden wir. Mach's gut, Hundi. Etwas abseits der Stadt kam der Grinch am Haus von Bricklebaum vorbei. Bricklebaum war ein fröhlicher, sehr freundlicher Hu. Er war gerade dabei, sein Haus mit Weihnachtsgirlanden zu schmücken. Der Grinch versteckte sich hinter einem Baum und beobachtete ihn. So eine richtig schöne Weihnacht ist im Jahr die beste Zeit. Da ist der Max. Der zufriedenste Hu von allen. Der furchtbar nervige Bricklebaum. Er denkt, wir sind Freunde. Los, schnell, nichts wie weg hier! Der Grinch schlich sich mit Max zwischen Tannen hindurch und hoffte, so nicht von Bricklebaum entdeckt zu werden. Aber als Bricklebaum mannsgroße Weihnachtsballons mit Gas befüllte, rannte der Grinch gegen einen der Ballons und fiel in den Schnee. Bricklebaum lief sofort zu ihm. Du meine Güte, Mr. Grinch, ich komme! Lass Mr. Grinch in Ruhe. Da haben Sie sich mit dem falschen Ballon angelegt. Schäm dich, Frosty, du Hitzkopf. Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf. Weder brauche ich noch will ich Ihre Hilfe. Beim Sturz war dem Grinch eine Spraydose aus der Tasche gefallen. Bricklebaum hob sie auf. Oh, Haartönung. Grandiose grüne Göttin. Wie kommt das denn da rein? Tut mir leid, ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen. Wir alle müssen doch das Grau übertünchen. Ich persönlich benutze Schoko-Explosion. Hören Sie, wenn Sie schon für etwas um Entschuldigung bitten, dann bitten Sie um Entschuldigung für das! Der Grinch zeigte auf Bricklebaums Haus, das von oben bis unten geschmückt war. Da tränen einem ja die Augen. Das liegt aber nicht an mir. Haben Sie es denn nicht gehört? Die Bürgermeisterin will, dass Weihnachten dieses Jahr dreimal so groß wird. Das bedeutet dreimal so viele Lichter, dreimal so viel Eierpunsch, dreimal so viel... Informationen wie nötig. Der war gut. Ich verstehe. Das kann bloß einer von Ihren kleinen Scherzen sein. Endlich kommt mal was von Ihnen, das ausnahmsweise witzig ist. Ja, ich scherze gern. Aber nein, das ist diese Weihnachten dreimal so groß. Es ist schön, dass Sie sich so darüber freuen. Toll. Nein, es ist echt ein Vergnügen, Sie mal lachen zu sehen. Albert ist eine Sprache, die ich nicht verstehe. Sie sind zum Schreien und tschüss auf Nimmerwiedersehen. Bis die Tage. Oh Mann, Mr. Grinch. Oh, was für ein Graus, dachte sich der Grinch und ging nach Haus. Hoch über der Stadt mit ihren Lichtern ganz weit überkam den Grinch eine seltsame Traurigkeit. War es die Weihnacht, die Liebe und Freude, an der er sich stieß? Oder ein Gedanke an früher, der sich nicht greifen ließ? Was es auch war, es traf ihn mitten ins Herz. Und obwohl er das Alleinsein gewohnt war, verspürte er einen Schmerz.
Doch zurück in seiner Höhle, weit weg von dem ganzen Hallo, ermahnte er sich selbst. Es ist wohl besser so. Cindy Lou war inzwischen wieder zu Haus. Dort hatte sie sich 4 Skijacken übereinander angezogen. Stolz zeigte sie sich ihrer Mutter. Ich habe 4 Skijacken an. 4 Jacken, ja? Ist dir nicht etwas heiß? Ja, ich schwitze ein kleines bisschen. Willst du irgendwo hin? Zum Nordpol. Oh, wow. Aus irgendeinem besonderen Grund? Ich will mit Santa reden. Mit Santa, ja? Ja, es ist wirklich irre wichtig. Muss es ja wohl, wenn du ihn persönlich sehen musst, oder? Und wie? Alles klar, dann viel Glück. Und dann sehe ich dich wohl in ungefähr einem Monat wieder. Warte, man braucht einen ganzen Monat von hier bis an den Nordpol? Oh, ja, wenn nicht länger. Dann ist Weihnachten ja vorbei, bis ich da bin, oder? Ja, das ist wohl so. Wir werden dich zu Weihnachten vermissen. Oh, tja, dann muss ich mir wohl irgendeinen anderen Plan überlegen. Während du überlegst, kannst du dem Engel ja vielleicht seinen Heiligenschein aufsetzen. Okay. Willst du vielleicht die Jacken ausziehen? Ja, wenigstens 1 oder 2. Halt auf, Jungs, reiß dem Engel nicht die Flügel. Er braucht sie. In der Höhle langweilte sich der Grinch mit seinem Hund. Beide wussten nicht so recht, was sie machen sollten. Doch plötzlich erbebte die Höhle und der Boden erzitterte. Schnell liefen die beiden hinaus, um zu sehen, was da vor sich ging. Über ihnen flog ein riesiger Tannenbaum hinweg, der an etlichen Ballons befestigt war. Und auf dem Tannenbaum saß Bricklebaum. Was ist das? Das ist der schönste Weihnachtsbaum, den die Welt je gesehen hat. 3-mal so groß. Der ist 100-mal so groß, wenn nicht mehr. Warten Sie nur, bis wir ihn heute Abend erleuchten. Dann wird er so hell funkeln, dass selbst Sie noch mit uns Weihnachten feiern werden. Hoho! Mann, ich kann's kaum erwarten. Ich muss jetzt weiter. Wir sehen uns später, Grinchy. Nein, wir sehen uns auf keinen Fall später. Und ich werde auch auf keinen Fall feiern. Und dieser Baum, diese Scheißlichkeit muss dringend weg. Sein Gesicht verfärbte sich dunkelgrün vor Wut. Und Mac, sein Hündchen, wusste, das war nicht gut. Am späten Nachmittag wurde dann auf dem Marktplatz der Stadt die Baumerleuchtungszeremonie von der Bürgermeisterin eingeleitet. Und jeder Bürger, jedes Kind der Stadt hatte etwas mitgebracht, das an dem riesigen Weihnachtsbaum aufgehängt wurde. Natürlich waren auch Cindy Lou und ihre Mutter dabei. Was ist dies doch für eine zauberhafte Jahreszeit? Willkommen, Whoville, zur alljährlichen Baumerleuchtungszeremonie. Wie spektakulär doch all dieser Baumschmuck ist. Auch Cindy Lou hatte einen Baumschmuck dabei. Einen Engel mit einem Heiligenschein. Sie reichte ihm dem Mann, der den Schmuck aufhing. Hey, Bartholomew! Hallöchen, Miss Who! Bitteschön! Hab ihn! Finden Sie einen schönen Platz für ihn! Da fliegt er. Und jetzt drücken wir auf den Knopf und erleuchten den Himmel. Das glaube ich kaum. Da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Vom Berg blickte der Grinch auf die Stadt hinunter und grinste dämonisch. Cindy Lou hatte ihren Freund Grupert entdeckt, der ein paar Meter weiter Süßigkeiten und Gebäck verkaufte. Sie ging zu ihm. Na, Grupert, wie läuft das Geschäft? Gut, was ich nicht loswerde, kann ich immer noch essen. Ich will mit dir über was wirklich Wichtiges sprechen. Okay. Komm mit, gehen wir. Cindy Lou suchte sich mit Grupert eine ruhigere Ecke aus. Also, pass auf, Grupert. Ich bleibe dies Jahr am Heiligen Abend auf und treffe Santa Claus. Wow, ist das verrückt. Ja, ich muss ihn ganz dringend sprechen. Und weswegen? Naja, das ist sehr persönlich. Aber dir erzähle ich davon. Du bist ja mein bester Freund. Es geht um meine Mom. Sie arbeitet die ganze Nacht und ist den ganzen Tag für uns da. Und das ist echt nicht fair. Sie tut so, als ob es ihr nichts ausmacht. Aber ich weiß, dass sie es wirklich schwer hat. Also habe ich mir gedacht, wenn da jemand helfen kann, dann ja wohl Santa. Wow. Und ich wünsche mir eine Schildkröte. Und los geht's. Oh, es fängt an. So, Whoville, die Zeit ist gekommen, diesen prächtigen Baum erstrahlen zu lassen.
Aber es hatte wohl niemand mit dem Grinch gerechnet, der inzwischen einen düsteren Plan ausgeheckt hatte. Mit einer Riesenschleuder wollte er den prächtigen Weihnachtsbaum beschießen. Aber da ging dann doch so einiges schief. Aus Versehen schoss er sich selbst in den Baum, fiel herunter und landete auf dem Auslöser für das Licht. Ungewollt hatte er nun höchstpersönlich den Baum zum Erstrahlen gebracht. Alle waren begeistert, als das Licht den Marktplatz erhellte. Wow! Ist das wunderbar! Seht ihn euch an! Dieser Baum ist der schönste, den unser Huvel jemals gesehen hat! Er lief durch die Menge, durch Lärm und Lichterschein und ihr Jauchzen und Lachen ging ihm durch Mark und durch Bein. Es erinnerte ihn an ein längst vergangenes Jahr, als er ein einsamer, trauriger Junge war. Ein Junge ohne Zuhause, der sehr viel weinte, keine Mutter hatte, keinen Vater, der es gut mit ihm meinte. Im Grinch stieg nackte Angst hoch, die an ihm zehrte, und er dachte an die Weihnacht, als sich niemand um ihn scherte, als niemand da war, wie in einem bösen Traum, und es keine Karten und Geschenke gab, erst recht keinen Baum. Nun war schon wieder dieser Tag, die Zeit sie verrinnt, und er fühlte sich wieder wie damals als Kind. Er sah, wie die Hus vor Kuchen, Pudding und Huhbraten saßen und aßen, aßen, aßen und aßen. Nur er war nicht dabei wie an all diesen Tagen. Das war für den Grinch nur schwer zu ertragen. Und dann taten sie etwas, was er noch schlimmer fand. Alle in Whoville stellten sich auf, Hand in Hand. Und dann, während die Weihnachtsglocken läuteten und klangen, standen groß und klein beieinander und sangen. Der Erinnerung zu entkommen wollte ihm nicht gelingen. So schwor er sich zu guter Letzt: Dem Weihnachtswahnsinn wird nun ein Ende gesetzt. Ach, 53 Jahre habe ich gelitten wie ein Vieh. Nun muss ich verhindern, dass dieses Weihnachtsfest kommt. Aber wie? Dann fiel es ihm ein. Es war schrecklich gemein. Dem Grinch fiel was wundervoll Schreckliches ein. Jawohl, jetzt weiß ich, was ich tue. Also der Plan ist folgender. Ich stehle ihnen ihr Weihnachten. All ihren Glitter, all ihren Glimmer, all ihre Geschenke und Girlanden. Wenn sie aufwachen und sehen, dass alles verschwunden ist, dann sind auch ihre Freude, ihre Fröhlichkeit und ihr Glück verschwunden. Also, mach dich bereit, Max. Denn gleich morgen fangen wir an. Am nächsten Morgen, gleich nach einem reichhaltigen Frühstück, ging es frisch ans Werk. Der Grinch hatte sich einen gemeinen Plan ausgedacht und diesen erklärte er nun Max. Und nun, die Frage, auf die wir schon voller Spannung warten. Wie genau stehle ich Weihnachten? Tja, jetzt pass mal auf, das ist so genial, du wirst vor Begeisterung platzen. Auf einer Tafel hatte der Grinch Santa Claus gezeichnet. Max starrte ihn nur verständnislos an. Tada! Ganz genau, ich werde zu Santa Claus. Aber anstatt Freude und Glück zu spenden, nehme ich alles weg. Ich meine, er liefert Weihnachten in nur einer Nacht an die ganze Welt. Dann kann ich es ja wohl in einer Nacht dem guten alten Whoville wegnehmen. Jetzt mal ganz im Ernst. Was hat Santa, was ich nicht habe? Zur selben Zeit rollte Cindy Lou zu Hause eine Bowlingkugel zur Haustür. Was hast du mit meiner Bowlingkugel vor? Ich jag hier nach.
Und wo willst du damit hin? Das ist geheim. Na gut, aber du gehst nicht ohne Frühstück. Fang! Ah, Waffeln! Mein Lieblingsessen! Cindy Lou steckte die Waffeln ein und verließ das Haus. Sie holte Rupert ab und begab sich mit ihm in den verschneiten Wald, wo sich die zwei ein Baumhaus gebaut hatten. Dort wollte Cindy Lou noch einmal ihren Plan mit Rupert durchgehen. Aber als Rupert die Waffeln entdeckte, musste er zuerst eine davon verdrücken. Also, was wissen wir? Dass Waffeln total lecker sind. Super lecker, ja. Aber ich meinte, wie wir Santa treffen. Wir wissen, dass das noch niemand geschafft hat. Okay, wie wär's damit? Ich setz mich ins Wohnzimmer und hab die Augen ganz weit offen, so ungefähr. Und wenn ich kurz davor bin einzuschlafen, reiß ich sie auf, bis sie rausfallen. Ich glaube, dass du trotzdem einschläfst. Und wenn du wieder wach bist... Ist er nicht mehr da. Weg, verschwunden, ab durch den Kamin. Ja, du hast recht. Jetzt weiß ich's. Raus damit. Wir nehmen Ahornsirup. Okay, wir nehmen Ahornsirup. Wir schütten ihn aufs Dach, die Rentiere kleben fest und sie können nicht wegfliegen. Wissenschaft. Würde der Sirup nicht gefrieren? Gutes Argument. Außerdem, wie kriegen wir den ganzen Sirup darauf? Ja, dann weiß ich auch nicht. Augenblick. Ja, das könnte gehen. Was? Das klappt nur, wenn die komplette Gang am Start ist. Auch der Grinch war nicht untätig. Er hatte sich ein Buch hervorgeholt, in dem alles Wichtige über Weihnachten stand. Also, wenn ich vorhab, Santa zu werden, dann wird es höchste Zeit, in die Rolle einzutauchen. Okay, mal sehen. Weihnachtsbaum, Weihnachtsbräuche, Weihnachtspudding. Ohne Pudding geht wohl gar nichts, was? Wo steht der Santa-Kram? Ach du meine Güte, kleine Mädchen und Jungs, die kichern, weil es kandierte Pflaumen gibt. Oh, sieh mal, wie sie das Dach von dem Lebkuchenhaus gemacht haben, mit Vanilleguss. Eine kleine Gummibärchenfamilie. Ja, echt dumm, so richtig bescheuert dumm. Ah, hier steht was, die Legende von Santa Claus. Roter Anzug, weißer Bart, immer gut gelaunt. Oh, das können wir gleich vergessen. Was soll's, ich würde sagen, wir besorgen uns erstmal ein paar Rentiere. Also machten sich die zwei auf, um nach Rentieren zu suchen. Der Grinch hatte ein merkwürdiges Horn bei sich. Er bemerkte, dass Max es ständig anstarrte. Wunderschön, oder Max? Dies, mein kleiner Freund, ist das Renhorn. Dieses Schmuckstück ahmt perfekt den Paarungsruf des Rentiers nach. Merke auf! Das Horn lockte zwar keine Rentiere an, dafür aber eine kleine Ziege. Hallöchen. Zicklein, entschuldige, ich wollte nicht dich rufen, sondern ein Rentier. Plötzlich stieß die Ziege einen markerschütternden Schrei aus. Was war das? Hau ab, zieh Leine! Eigenartige Ziege. Der Grinch und Max gingen weiter. Anfangs bemerkten sie nicht, dass die Ziege ihnen folgte. Gut, Rentiere sind Zugtiere, also erwischen wir vielleicht ein Paar auf ihrem Weg nach Süden. Ich habe auch gelesen, dass ihre Paarung in dicht bewaldet. Hörst du wohl auf, uns hinterher zu rennen? Kusch, geh weg, lauf zurück zu deiner Ziegenfarm. Lass dir den Bart schneiden. Gut, nachdem das geklärt wäre, kommen wir wieder zum Wesentlichen. Puh, es ist etwas frisch, was? Sie stiegen nun einen Berg hinauf, auf dem ein heftiger, eisiger Schneesturm wütete. Oh! Es wird richtig kalt. Oh, du liebe Güte. Ich spüre meine Lippen nicht mehr. Kann nicht blinzeln. Augen festgefroren. Ha. Doch dann sahen sie ein Tal vor sich liegen, in dem sich aber hunderte von Rentieren aufhielten. Der Grinch sah sich am Ziel. Max, wir sind auf eine Goldader gestoßen. Ah, wir werden 100 Rentiere haben, um unseren Schlitten zu zirpen. Niemand wusste, warum das Zicklein wieder schrie. Jedenfalls waren die Rentiere binnen Sekunden verschwunden. Aber ein Rentier konnte der Grinch noch entdecken. Als er sich ihm näherte, musste er feststellen, dass dieses Rentier zur korpulenteren Sorte gehörte. Also man könnte sagen, es war dick. Nein, fett. Naja. Santa hat 8. Der hat wohl die anderen 7 gefressen. Sieh zu und lerne, Max.
Der Grinch ging langsam auf das mächtige Tier zu und versuchte es zu packen. Natürlich hatte der dünne, grüne Grinch keine Chance. Das gewaltige Tier stieß ihn einfach zur Seite. Gleich danach versuchte er es mit einem Lasso, was aber auch daneben ging. Das Tier zog ihn einen halben Kilometer durch den Schnee, bis er gegen einen Baum prallte. Er verlor die Besinnung. Als er wieder zu sich kam, schleckte ihm das Rentier mit seiner langen, nassen Zunge übers Gesicht. Oh, du stinkiges! Hör auf! Hör auf! Unterdessen hatte Cindy Lou ihre Gang zusammengetrommelt. Sie trafen sich auf dem Weihnachtsmarkt. Okay, du hast gerufen, wir sind da. Also, was gibt's? Ja, was liegt an? Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Folgt mir! Also, was gibt's denn so Geheimes? Ja, ich habe nicht viel Zeit. Meine Mutter hat den Timer gestellt. Alter! Frag nicht, ist neu. Also, Freunde, macht euch auf was gefasst. In exakt 48 Stunden werden wir fünf etwas machen, was noch nie von irgendjemandem gemacht wurde. Wir werden Santa Claus fangen! So sollen wir das machen? Echt jetzt? Um die Spielsachen zu klauen? Ja, das machen wir. Ist eine tolle Idee. Nicht um Spielsachen zu klauen, sondern um mit ihm zu reden. Was? Du willst mit ihm reden? Warum? Ist was Persönliches. Ja, ist sozusagen persönlich. Wenn du mir nicht sagen willst, warum, mache ich nicht mit. Was soll denn persönlich bedeuten? Axel, als du gefragt hast, ob ich dir 16 Dollar und den Koffer meiner Mutter leihe, wollte ich da den Grund wissen? Nein. Und du, Ozzy, weißt du noch, als du stecken geblieben bist in dem... Ist ja gut, okay. Alter. Ich hab's gemacht, weil ihr meine Freunde seid. Und wenn euch was viel bedeutet, dann bedeutet es mir auch was. Das war wunderschön. Okay. Du hast mich überzeugt. Ja, plan mich auch ein. Wir sind dabei. Klasse, also ziehen wir es durch. Ja, ziehen wir es durch. Cool. Hammer. Mega. Zu den Fahrrädern. Inzwischen hatte sich der Grinch zum Haus von Bricklebaum geschlichen. Er brauchte unbedingt einen Schlitten und Bricklebaum besaß einen. Sogar einen besonders großen. Den holte er sich unbemerkt, spannte das dicke Rentier davor und ab ging es zur Höhle. Am Abend waren sie zurück und der Grinch war zufrieden. Sogar so zufrieden, dass Max und das Rentier, das der Grinch jetzt Fred nannte, bei ihm im Bett schlafen durften. Am nächsten Morgen frühstückten die drei gemeinsam. Also das ist ein fabelhafter Kaffee. Max, heute Morgen werden wir zwei ein bisschen kundschaften. Fred, du bleibst schön hier sitzen. Und fass nichts an. Der Grinch war auch technisch hervorragend ausgestattet. Er besaß eine Flugvorrichtung, die er Max umschnallte, damit der wie eine Drohne über die Stadt fliegen konnte. Erkenntnisse, Max, die müssen wir gewinnen. Wie viele Häuser gibt's in Whoville und wie viele Whos? Wie viele verschneite Dächer und Schornsteine voller Ruß? Du hast mich ständig im Ohr und sämtliche Dinge, die du siehst, sehe ich hier auf dem Monitor. Bereit? Dann ab mit dir, Max! Flieg, Junge! Flieg! Max wurde vom Grinch sozusagen ferngesteuert. Und so flog er über die Stadt. So, werfen wir mal einen Blick auf alles. Okay, 6 Häuser in der Oak Street. Jetzt durch die Main Street, um die Südseite zu checken. Sieh dir diese kleinen gierigen Geschenkegeier an. Beladen bis oben hin mit Weihnachtsschrott. Okay, Max, hier rechts abbiegen. Der Grinch ließ Max alle wichtigen Strecken abfliegen und holte ihn dann zurück. In seiner Werkstatt hatte der Grinch ein Modell von Whoville stehen und plante nun die Route. Max und Fred waren natürlich dabei. Zuerst geht's nach Süden. Kleiner Abstecher nach Osten, dann dieses Haus. Den Teilbereich sparen wir erstmal aus, beklauen den ganzen südöstlichen Quadranten der Stadt. Und schließlich zum Abschluss die Whistling Whoolay. Das sind 223 Häuser und nur 7 Stunden Dunkelheit, um es durchzuziehen. Das bedeutet, wir müssen schnell sein und konzentriert. Und glaub mir eins, auf uns warten Verlockungen. Wohin das Auge auch sieht. Merket auf, das Päckchen, das ist unser Feind. Ihr werdet den Wunsch haben, es aufzumachen.
und das Spielzeug rauszuholen. Aber das dürft ihr nicht! Wenn ihr es schafft, das Geschenk zu überwinden, ist die große verbleibende Hürde der Lebkuchen. Seht ihn euch an in all seiner roten, zuckrigen Pracht. Nein! Ist denn das zu fassen? Disziplin! Wir müssen... Aber Fred schnappte sich den Lebkuchen. Stark sein. Währenddessen hatte die Gang bei Cindy Lou zu Hause alles vorbereitet, um Santa Claus eine Falle zu stellen. Alles wurde bis ins kleinste Detail festgelegt und geprobt. 3, 2, 1, Auftritt Santa! Das bist du, Rupert! Rupert spielte Santa Claus und musste durch den Kamin ins Haus klettern, wobei er die letzten Meter hinunterrutschte. Hohoho, seht euch dieses hübsche Haus an. Ich lasse ein paar Geschenke für die Familie da. Komm schon, das ist nicht die Schulaufführung, Alter. Warum muss ich dann das Kostüm tragen? Rupert, konzentrier dich, nimm den Keks, los jetzt! Aber ich kann die Strippe sehen. Hör auf, dich verrückt zu machen. Nachts ist es dunkel. Und wenn er eine Taschenlampe hat? Hast du je ein Bild von Santa mit Taschenlampe gesehen? Nein, aber ich finde... Nimm jetzt den Keks vom Teller! Der Keks war an einer Strippe befestigt, die ein Fangnetz auslösen sollte, das direkt über dem Teller an der Decke hing. Das Netz sollte auf Santa Claus herunterfallen und ihn dann nach oben ziehen. Leider klappte der erste Versuch nicht, aber die Gang tüftelte weiter. In der Zwischenzeit hatte der Grinch den Schlitten etwas aufgearbeitet. Also, ich habe unseren Schlitten ein wenig getunt. Sieh dir das an, Max. Ab sofort reist du mit Stil. Okay, Fred, du bist nicht weniger als der Motor dieser tollen Maschine. Alles klar? Gut, also passt auf, das ist nur eine Probefahrt. Aber auch bei einer Probe gibt's für uns nur Vollgas. Also, heizen wir den Schnee richtig ein, Leute! Au! Okay, geht doch! Die Probefahrt war ein voller Erfolg, bis Fred auf der Hälfte der Strecke plötzlich stehen blieb. Jetzt kann uns nichts mehr! Stoppen? Was gibt's? Fred? Eine Rentierdame und ihr Junges kam auf sie zu. Tut mir leid, wir brauchen keine weiteren Rentiere. Also weg mit euch, ab, kusch! Ich hab schon alles, was... Fred begrüßte die beiden herzlich und das Junge kuschelte sich eng an ihn. Jetzt erst begriff der Grinch, dass das Freds Familie war. Fred sah den Grinch mit großen, fragenden Augen an. Schon okay, Fred. Der Grinch nahm ihm das Zaumzeug ab. Fred sah ihn freundlich an und zog mit seiner Familie davon. Oh, wieder auf uns gestellt, Max. Am Tag vor Weihnachten herrschte in Whoville Übermut. Alle taten Dinge, die ein Weihnachtshuh so tut. Sie kauften Geschenke, sie flitzten umher. Die Stadt war im Fieber und alle freuten sich sehr. Das Wetter war herrlich, Schnee würde bald fallen. Es war traumhaft, die beste Weihnacht von allen. Der Grinch traf nun die letzten Vorbereitungen. Er schneiderte sich ein Santa Claus-Kostüm und machte dann den Schlitten klar. Allerdings gab es da noch ein Problem. Er hatte kein Rentier mehr. Also wandte er sich vertrauensvoll an Max. Max, weißt du, was du bist? Du bist ein kräftiges kleines Bürschlein. Und treu, sehr treu. Wenn ich so überlege, bist du der beste Hund, den sich ein Grinch nur wünschen kann. Und deswegen befördere ich dich nun. Er stellte Max vor den Schlitten und setzte ihm einen Helm mit einem Rentiergeweih auf den Kopf. Max, du wirst heute meinen Schlitten anführen. Und Max bellte vor Freude. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Es war Heiligabend und Santa mit seinem Schlitten käme schon bald durch die Lüfte geritten, würde Geschenke verteilen, Strümpfe füllen auf seiner Runde und die Vorfreude, die wuchs von Stunde zu Stunde.
Es war Schlafenszeit für alle Kinder. Nur Rupert war noch wach. Von seinem Zimmer aus funkte er Cindy Lou an. Waffel 1, hier ist Waffel 2. Bist du da? Over. Ich höre dich laut und deutlich, Waffel 2. Hier ist Rupert übrigens. Ja, habe ich mitbekommen. Ach so, ich wollte dir nur für Santa Claus die Daumen drücken. Danke, wir sprechen uns morgen. Kaum hatte Cindy Lou das Funkgerät weggelegt, kam ihre Mutter ins Zimmer. Und? Hast du kurz vor Schluss noch Wünsche an Santa? Ja, ich habe noch einen dicken, fetten Wunsch. Gut, du hast alles verdient, was du dir wünschst und noch mehr. Danke, Mom. Soll ich dir was sagen? Du auch. Wie komme ich nur zu so einer wunderbaren Tochter? Keine Ahnung, manche haben einfach Glück. Na, das hatte ich dann wohl wirklich. Ich auch. Hab dich lieb, Mom. Ich dich auch, Engelchen. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber Cindy Lou schlief natürlich nicht. Sie wartete, bis ihre Mutter ins Bett ging. Dann stand sie auf, holte alle nötigen Sachen für die Falle und baute sie leise auf. Der Grinch war bereit für seinen Beutezug. Wie der Kapitän eines Schiffes stand er am Bug. Die Zeit war gekommen. Er sah kühn geradeaus. Legen wir los, Max! Volldampf voraus! Ja! So sah man den Grinch nach Whoville hinabjagen. Zu den Häusern, die in weihnachtlicher Stille dalagen. Er hatte alles geplant. Details. Groß und klein. Ja, Weihnachten würde bald Vergangenheit sein. Er war wild entschlossen, die alte Rechnung zu begleichen. Heute Nacht wird er die schlimmen Erinnerungen streichen. Okay, los geht's. Stehlen wir Weihnachten. Blitzschnell sammelte er ihre Geschenke ein. Diesmal würden die und nicht er verzweifelt sein. All der Überfluss, der Wahnsinn, es ging nur um Gier. Das bedeutungslose Zeug brauchte niemand hier. Der Grinch war sehr gründlich, ließ nichts zurück. Bei seinem Wettlauf gegen die Zeit, gegen Freude und Glück. Es gab ein paar Hürden bei seinem Coup. Eine wütende Katze, ein schlafwandelnder Huhn. Er stahl Korkenpistolen, Fahrräder, Rollschuhe im Nu, Schachbretter, Dreiräder, Süßkram dazu. Krimskrams und Schnickschnack und Puppen, ganz viele. Knallerbsen, Fallerbsen, Videospiele. Ja, er mopste, stibitzte, er stahl, was er fand, damit der Tag, den er hasste, für immer verschwand. Da ist es. Das letzte Haus. Spiel den Santa Claus mit Geschenken im Gepäck. Noch ein einziges letztes Haus und Weihnachten ist weg. Tja, aber in diesem letzten Haus wohnte eben Cindy Lou. Und sie wartete schon auf Santa Claus in ihrem Versteck. Als der Grinch durch den Kamin ins Haus kam, steckte er schnell die Geschenke in den Sack und band den Weihnachtsbaum zusammen. Plötzlich entdeckte er den Keks auf dem Teller. Ach, was soll's? Er nahm den Keks. Die Falle schnappte zu und ein paar Sekunden später hing der Grinch unter der Decke. Schnell sprang Cindy aus ihrem Versteck hervor. Santa Claus. Oh, hallo, kannst du mir helfen, bitte? Ich lass dich runter, einen Moment. Das wäre klasse. Ich komme. Ich überlege nur, welche Strippe welche ist. Cindy Lou zog an einer und schon lag der Grinch auf dem Boden. Oh nein! Es tut mir so leid. Ist alles okay? Ja, ich denke schon. Ich helfe dir auf. Setz dich hier hin. Wow, du bist es wirklich. Ich kann's noch gar nicht glauben. Ja. Tut mir total leid wegen der Falle und so, aber ich brauche dringend... Hey, wieso nimmst du unseren Weihnachtsbaum mit? Weil, Oh, eins von den Lichtern wollte nicht leuchten. Also, wollte ich ihn mit in meine Werkstatt nehmen. Mal sehen, ob ich es reparieren kann.
Das machst du auch, wusste ich gar nicht. Ja, natürlich. Am besten, du gehst wieder nach oben ins Bett und wenn du wieder aufwachst, ist der Baum repariert und die vielen Geschenke für dich liegen drunter. Warte, du verstehst es nicht. Ich will überhaupt keine Geschenke. Natürlich willst du welche. Jeder Mensch ist scharf auf Geschenke. Nein, nein, ich nicht wirklich. Ich wünsche mir, dass du meiner Mutter hilfst. Dass ich deiner Mutter helfe? Ja, sie arbeitet so hart und andauernd tut sie alles Mögliche für andere. Und sie soll glücklich sein, mehr will ich nicht. Du wünschst dir von mir, dass ich deiner Mutter helfe? Du bist Santa. Du bist der, der Menschen glücklich macht. Und jeder hat doch etwas Glück verdient, oder? Ja. Ich denke schon. Für einen Moment überkam den Grinch ein merkwürdiges Gefühl. Geht's dir gut, Santa? Was? Ja. Und wie? So, wie wär's, wenn du wieder ins Bett gehst, hm? Okay. Wie schön wär's, wenn du morgen mit uns feiern würdest. Wir treffen uns alle und singen. Das ist so wunderschön, dass, wenn du deine Augen schließt und zuhörst, die ganze Traurigkeit, die du fühlst, einfach weg ist. Das hört sich schön an. Hä? Cindy Lou umarmte den Grinch und der Grinch umarmte Cindy Lou. Dankeschön, Santa. Gute Nacht. Cindy Lou ging in ihr Zimmer und der Grinch stieg wieder aufs Dach zu Max und dem Schlitten. Ich bin eben dem wohl sonderbarsten aller Hu-Kinder begegnet. Okay, Max. Dann los. Er versuchte es zu vergessen, doch es war kurios. Er wurde die Worte des Mädchens nicht los. Vielleicht gab es ja Hoffnung, wenn auch nur einen Hauch. Wenn die Hus glücklich sein konnten, konnte er es dann auch. Am nächsten Morgen, froh und munter, lief Cindy Lou die Treppe runter. Aber was sie dann sah, sie konnte es nicht fassen. Was? Santa Claus hatte nichts dagelassen. Cindy Lou verspürte einen Stich im Herzen. War das ein Streich? Ein Witz? Einer von diesen derben Scherzen? Wer würde so tief sinken, dass er so etwas macht? Ein kleines Mädchen hatte da einen Verdacht. Auf 1000 Meter Höhe, ganz nach oben auf die Klippen, fuhr der Grinch mit seiner Ladung, um sie hinunterzukippen. Nicht aufhören! Wir schaffen das! Im Städtchen waren die Hus entsetzt und furchtbar traurig, dass der gesamte Weihnachtsschmuck und alle Geschenke verschwunden waren. Oh je, was ist passiert? Wo ist die ganze Deko hin? Sämtliche Geschenke. Ach Mann. Mom, das ist meine Schuld. Was denn? Das alles hier. Ich habe Santa gestern eine Falle gestellt, weil ich ihn unbedingt treffen und um was Besonderes für dich bitten wollte. Aber das hat ihn wütend gemacht und deswegen hat er uns allen Weihnachten gestohlen, meinetwegen. Nein, 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 Schätzchen, du kannst nichts dafür. Er hat uns nicht Weihnachten gestohlen. Er hat nur Sachen gestohlen. Denn Weihnachten ist hier drin. Cindy Lou's Mutter zeigte auf ihr Herz. Davon abgesehen habe ich doch längst das schönste Geschenk auf der ganzen Welt. Dich. Als der Grinch auf der höchsten Klippe angekommen war und all die Sachen in die Tiefe werfen wollte, stockte er plötzlich. Er hörte, wie in der ganzen Stadt gesungen wurde. Irritiert holte er sein Fernrohr hervor und schaute zur Stadt hinunter. Wie die singen? Also das verstehe ich nicht, Max. Wissen die nicht, was ich getan habe? Er sah das kleine Mädchen und war schwankend wie nie. Würde er bei geschlossenen Augen dasselbe fühlen wie sie? Der herrliche Klang stieg in den Himmel, schwebend, schwerelos. Und der Grinch lauschte mit dem Herzen. Und es wurde 3-mal so groß. Da
knirschte und knackte es im Schnee. Der Schlitten drohte abzustürzen. Nein, 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 nein! Ach, Herrje. Oh nein! Der Grinch konnte den Schlitten noch mit einem Seil, an dem ein Wurfanker befestigt war, sichern. Aber der Schlitten rutschte trotzdem mit ihm über den Rand der Klippe. Nur an einem Seil baumelte der Schlitten nun mit dem Grinch in der Luft. Max reagierte schnell und versuchte, ihn wieder hochzuziehen. Aber der kleine Hund hatte nicht die Kraft, es allein zu schaffen. Da bekam er unerwartet Hilfe. Das Rentier Fred und seine Familie tauchten plötzlich auf und halfen ihm, den Schlitten hochzuziehen. Der Grinch war mehr als überrascht. Fred? Du bist zurückgekommen, Fred. Liebevoll streichelte er Freds Kopf. Doch dann... Max, die Geschenke, wir müssen sie zurückbringen. Das Lied der Hus zu fühlen ließ ihn erwachen. Und er beschloss, sein Unrecht wieder gut zu machen. Der Grinch fuhr nun los, erfüllt von tiefster Scham. Die Hus aber staunten, als er ins Städtchen kam. Hallo alle miteinander. Das war ich. Ich hab euch Weihnachten gestohlen. Ich hab's gestohlen, weil ich dachte, dass das etwas gerade rücken würde, was vor langer Zeit schiefgelaufen ist. Aber es hat nichts gerade gerückt. Und es tut mir leid. Es tut mir unheimlich leid. Einfach alles. Der Grinch ließ den Schlitten stehen und ging mit hängendem Kopf nach Hause. Schweigend sahen ihm die Hus hinterher. Am nächsten Tag klopfte es an seiner Höhlentür. Als er öffnete, stand die kleine Cindy Lou vor ihm. Hä? Hallo? Hi. Erkennen Sie mich wieder? Ja, schon. Selbstverständlich. Wieso? Mein Name ist Cindy Lou. Cindy Lou Who? Sehr erfreut, Cindy Lou. Oh, mein Name ist Grinch. Und das ist Max. Oh, sehr erfreut, Max. Ich bin nur hier, um Sie zu uns einzuladen, zum Weihnachtsessen. Was? Mich? Aber ich hab eure Geschenke gestohlen. Ja, ich weiß. Und eure Bäume. Ja. Einfach alles, euer ganzes Weihnachten. Ja, das weiß ich. Aber wir laden Sie trotzdem ein. Aber wieso? Weil Sie wirklich lange genug allein waren. Cindy Lou sprang auf ihren Schwimmring und rodelte den Berg hinunter. Wir essen um 6. Seien Sie pünktlich. Und vergessen Sie bloß nicht Ihren süßen Hundi. Der Grinch war pünktlich. Aber als er mit Max vor der Tür stand, zögerte er zu klingeln. Ganz schlechte Idee. Ich kann es doch nicht. Die können mich doch alle bloß hassen. Okay. Ich hab's getan. Oh, Mr. Grinch. Wie schön, Sie haben unsere Einladung angenommen. Willkommen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich trage eine Krawatte. Und zwar eine bildschöne Krawatte. Cindy Lou, sieh mal, wer gekommen ist. Mr. Grinch, Sie sind da. Hallo. Kommen Sie rein, ich zeig Ihnen alles. Oh, okay. Im Wohnzimmer wurde der Grinch freundlich begrüßt. Hallo, Mr. Grinch, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Ich wünsche Ihnen auch frohe Weihnachten. Tante Ida, darf ich vorstellen, mein Freund, der Grinch. Oh, sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Mr. Grinch. Danke, ich freue mich, hier zu sein. Als Cindy Lou's Mutter den Tisch decken wollte, ging ihr der Grinch zur Hand. Oh, warten Sie, ich nehme Ihnen das ab. Oh, danke schön. Cindy Lou, kannst du mal den Tisch freiräumen, damit ich Platz habe? Nein, keine Sorge, ich mach das. Oh, wie aufmerksam, oder? Auch Bricklebaum war unter den Gästen. Als er den Grinch entdeckte, stürmte er auf ihn zu.
Ist das nicht der griesgrämige, grämige Grinchy, den ich da drüben sehe? Brickelbaum, schön, Sie zu sehen. Lassen Sie sich drücken, Grinchy. Sie müssen schon zurückdrücken, Kumpel, sonst bringt's nichts. Und der Grinch drückte Brickelbaum. Okay, kommt, Leute, setzt euch. Das Essen ist fertig. Kommen Sie, Ihr Platz ist neben mir. Ich bin zum ersten Mal bei einem Weihnachtsessen. Wie läuft das? Werden Sie schon sehen. Cindy Lou's Mutter stellte den Braten vor dem Grinch ab. Sie wollte, dass er den Braten anschnitt. Möchten Sie uns die Ehre erweisen, Mr. Grinch? Oh, okay. Würde es Sie stören, wenn ich erst noch was loswerde? Ganz und gar nicht. Also es fällt mir nicht leicht, aber ich möchte etwas sagen. Ich habe praktisch mein komplettes Leben einen Hass auf Weihnachten und alles drumherum gehabt. Heute erkenne ich, ich habe überhaupt nicht Weihnachten gehasst. Ich habe es gehasst, allein zu sein. Aber das ist vorbei. Nun bin ich nicht mehr allein. Und diesen Umstand habe ich euch allen zu verdanken. Aber ganz besonders dieser kleinen Hu, die hier vor euch sitzt. Ma'am, die Güte ihrer Tochter hat mein Leben verändert. Das ist meine Kleine. Das war wunderbar. Das ist mein bester Freund. Fröhliche Weihnachten, Mr. Grinch. Fröhliche Weihnachten, Cindy Lou. Und der Grinch hob sein Glas und sprach einen Toast. Auf die Güte und die Liebe und aufs Weihnachtsfest. Prost!